Nein, ich meine heute, jetzt. Schicken Sie sofort jemand her. Ich weise die neuen Assistenzärzte ein und brauche Hilfe, klar? Wahrscheinlich ist es eine Fraktur. Der Knöchel ist ziemlich geschwollen. Aber genau wissen wir das erst nach dem Röntgen. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie mir jetzt folgen wollen, dann werden wir uns einige Patienten ansehen. Jackpot, was haben wir hier? Möglicherweise eine Fraktur. Na, das ist nicht so interessant. Gehen wir weiter. Bleiben Sie dicht hinter mir. Aha. Miss Grancusi, was haben wir denn hier? Im Sonnenschein-Bräunungsstudio gab es wieder eine Panne, Sir. Aha, ja. Also es könnte sich hier um Verbrennung zweiten Grades handeln. Was tun Sie dagegen? Die Wunden säubern und machen... Das ist Tetanusspritze. Wann wäre die angezeigt? Wenn man rechtzeitig damit beginnt, kann man... Eispackungen? Sehr gut. Miss Brancusi, kann ich Sie bitte einen Moment sprechen? Ja, Sir. Was tut dieses Kind bei den Praktikanten? Nein, nicht hinsehen. Er trägt einen Arztkittel und läuft uns die ganze Zeit hinterher. Oh, es ist mir egal, wer er ist, Miss Brancusi. Ich will nur, dass er von hier verschwindet. Rufen Sie seine Eltern an, dass sie ihn abholen. Das kann ich nicht machen, Sir. Dieses Kind ist nämlich auch Arzt. Es ist mir egal, was... Er ist Arzt. Ein Arzt. Einer der neuen Assistenten. Nein. Ich weiß schon, wen Sie meinen. Den Jungen da drüben mit der Zahnspange. Der ist doch nicht älter als 13. 19. Er ist so etwas wie ein Wunderkind. Er hat seinen Doktor mit Auszeichnung gemacht. Er ist wirklich Arzt. Eine Schwester hierher. Schnell. Definitiv. Ein Arzt. Er ist Arzt. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Nehmen Sie zwei davon, alle 4 Stunden. Sir, würden Sie bitte mitkommen? Ja, Doktor. Nichts. Sie sind, Schweizer, Sir. Freut mich, an Bord zu sein. Sie haben ein strafgeführtes Schiff. Ja, das ist es, Doktor. Und, vergessen Sie es nicht. Ich habe nichts dagegen, Sir. Im Gegenteil. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich bin für Zimmer 4 eingeteilt. Ich habe gehört, Sie brauchen Hilfe, Stanley. Es ist nicht zu fassen. Ich komme doch immer, wenn Not am Mann ist. Was soll ich tun? Zimmer 4. Sehen Sie sich das an. Mr. Wyatt, hier steht, Sie seien beim Essen ohnmächtig geworden. Essen? Das nennen Sie Essen, diesen miserablen, billigen Fass? Und Sie klagen über Brechreiz. Wenn ich nur noch ein einziges Pfirsich mehr essen muss, dann schwöre ich, dass... Fühlen Sie hier einen Schmerz? Hände weg! Das ist eine Routineuntersuchung, Mr. Wyatt. Ich bin Dr. Schweitzer. Oh ja, und ich bin Mahatma Gandhi, sehr erfreut. Was ist hier eigentlich los? Was soll das? Bitte beruhigen Sie sich, Mr. Wyatt. Ich möchte Ihren Brustkorb abhören. Weg! Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, oder was? Guten Tag, ich bin Dr. Gates. Worum geht es? Temperatur ist 37,5 und ich habe ein CBC angeordnet. CBC? Was ist ein CBC? Das ist ein Blutbild, Mr. Wyatt, und deshalb werden wir Ihnen jetzt etwas Blut abnehmen. Es tut doch nicht weh. Sie wollen mein Blut? Wozu? Denken Sie, dass ich eine Grippe habe oder sowas? Es könnte viele Ursachen haben, Mr. Wyatt. Akute Blinddarmentzündung, Nierenkolik, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Magengespür. Ist das wirklich wahr? Schon möglich. Es könnte aber auch sein, dass Sie nur zu viel Pfirsich Melba gegessen haben. Wenn wir die Untersuchungsergebnisse haben, wissen wir mehr. Und bis wir sie haben, bleiben Sie hier. Ich will eine Gastroskopie. Hey, wovon redet der Kleine überhaupt? Moment mal. Wissen Sie, ich kann nicht einfach verschwinden. Ich habe 65 Zeitungen zu beliefern. Wissen Sie eigentlich, wer dieser Herr ist? Er ist ein Patient mit akuten Leibschmerzen. Außerdem ist er auch ein sehr berühmter Zeitungskarikaturist. Die Karikatur, die ich neulich gesehen habe, hat mich fast zerrissen. Welche denn? Der König und die Königin auf der Tribüne. Ja, die gefällt mir auch. Ich muss jetzt gehen. Nein, warten Sie, Schweizer, es wird Ihnen gefallen. Am Königspaar zieht eine gigantische Parade vorbei und Sie sind umringt von der Palastwache und Millionen von Zuschauern und überall nur Prunk und Glanz. Da flüstert der König der Königin zu. Wer flüstert? Ich muss unbedingt auf die Toilette. Ich komme später noch mal zu Ihnen, Mr. Wyatt. Oh, Mann. Der hat einen ausgeprägten Sinn für Humor. Ja, aber er ist ein sehr guter Arzt. Sie sind in guten Händen, Mr. Wyatt. Kein Grund, sich Sorge zu machen. Schwester, helfen Sie Mr. Wyatt, sein Smoking auszuziehen. Warten Sie, bis Sie die Karikatur von morgen sehen. Ich freue mich darauf. Lancaster Dynamics, neuester und fortschrittlichster Beitrag zur Computertechnologie, das Modell 883. Oder, wie wir ihn bei Lancaster Dyn gern bezeichnen, Lana. Und von jetzt an wird dieser Computer... Lana. Lana,
wird für uns alle die Arbeit erleichtern. Er hilft bei der Buchhaltung genauso wie bei der Personaleinteilung oder bei Gehaltsabrechnungen. Ach, ich überlasse Sie jetzt Mr. Otterholm. Ed, ja. Er wird Ihnen alles erklären. Danke, Mr. Slocum. Arnold. Also, meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Beachten Sie doch bitte... Arnold, was ist das? Eine fabelhafte Sache, dieser Computer. Wieso haben Sie mir nichts von diesem neuen Assistenten, Schweizer Elliot Schweizer, gesagt? Ach, ich dachte, ich überrasche Sie. Er ist doch ziemlich erstaunlich, nicht? Arnold, er ist 19 Jahre alt. Er sieht aber aus, als wäre er noch in der Pubertät. Ja, er ist ein Wunderkind, ein medizinisches Genie. Er hat sein Examen mit Auszeichnung gemacht. Jedes Krankenhaus des Landes wollte ihn unbedingt haben. Wissen Sie, was ich alles in Bewegung setzen musste, ihn zu kriegen? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war. Wollen Sie etwa sagen, dass er ungeeignet ist? Ich sage nur, dass die Assistentenzeit hart ist. Physisch, nervlich und seelisch. Ich glaube nicht, dass ein 19-jähriger junge Genie hin oder her das seelisch verkraften kann. Ja, aber es gibt da ein paar wichtige Leute, die ganz anderer Meinung sind. Einflussreiche Leute, die... Das Krankenhaus finanziell unterstützen, ja, ich weiß. Richtig. Und ich meine, dass wir darauf Rücksicht nehmen sollten. Und was ist mit dem kleinen Schweizer? Sollten wir nicht auch an ihn denken, an die Probleme, die auf ihn zukommen? Ich bitte Sie, Arnold, wie werden die Patienten reagieren auf einen 19-jährigen Jungen, der Doktor spielt, hm? Wollen Sie darauf hinaus, dass wir Schweizer diese Chance verweigern sollten? Dass dieser Junge dafür bestraft werden soll, weil er mehr Intelligenz besitzt als Sie? Sie wissen doch genau, was ich meine. Er weiß sicher auch, wo seine Schwierigkeiten liegen. Und ich weiß, dass Sie ihm nach Kräften dabei helfen werden, sie zu überwinden. Also gut. Aber erwarten Sie nicht, dass er anders behandelt wird als die anderen Assistenten. John, entschuldigen Sie, ich muss wieder rein. Die Leute laufen hinweg. Ich weiß, ich weiß. Mr. Wyatt? Endlich! Darauf habe ich schon gewartet. Sie sollten ans Telefon gehen, Mr. Wyatt. Ich bin hier ans Telefon. Ah, Erdnusskrokant. Es sind sowieso nur Leute, die Geld wollen oder mein Verleger oder andere, mit denen ich nicht sprechen will. Und Margaret Needham? Needham? Ja, Ja, sie hat mehrmals angerufen und bei der Zentrale Grüße für Sie hinterlassen. Ich weiß, sie ist meine... meine Tochter. Tochter. Ihre Tochter? Ja. Wie finden Sie das? Er ist herrlich. Bis Ende nächster Woche erscheine ich in 56 Zeitungen. Es muss Spaß machen, sein Geld mit Zeichnen zu verdienen. Soll ich Ihnen etwas sagen? Nichts macht Spaß, wenn es von einem erwartet wird. Verstehen Sie, was ich meine? Die Erwartungen, die die Leute in einen setzen, nehmen einem die ganze Freude. Mhm. Ich sag Ihnen was. Das gehört Ihnen. Ach. Ja, aber was ist mit den 56 Zeichen? Sie sollen warten. Sie haben doch sicher wichtigere Aufgaben, als mit den Patienten zu schicken. Natürlich, Doktor. Ich habe massenhaft zu tun. Konnten Sie sich das denn nicht verkneifen? Wir haben uns so nett unterhalten. Sie sind nicht hier, um Sie zu unterhalten, sondern um gesund zu werden. Wissen Sie was? Sie nehmen diese Welt viel zu ernst. Hier, nehmen Sie ein bisschen Erdnusskrokant. Das dürfen Sie nicht essen. Ich nicht, aber Sie. Warum nehmen Sie keins? Oh, mein Gott! Was ist... Oh, da krabbelt etwas unter meiner Decke. Schnell! Die schlechte Nachbildung einer Arachnide. Lachen Sie nie, Junior? Medizin ist nicht komisch, Mr. Wyatt. Genauso wenig wie Erdnusskrokant zu essen, da sie doch wahrscheinlich am Bauch operiert werden. Was hat das denn damit zu tun? Eine Operation ist eine ernste Sache. Ach ja? Was soll das nun wieder bedeuten? Sieh dir das an. Was ist das? Die neuen Laborergebnisse von Max Wyatt. Eigentlich wollte ich warten, bis er ruhiger geworden ist, aber sieh dir das an. Ja, die Leukozytenanzahl ist noch zu hoch. Und Temperatur hat er auch. Medikamente haben nicht den Erfolg, den ich mir erhofft hatte. Hast du Ampicillin versucht? Das versuche ich jetzt. Was hältst du davon, wenn wir ihn morgen operieren? Nein, ich würde lieber warten, bis ich deinen Zustand stabilisiere. Wyatt! Wyatt, ja, von dem reden wir doch. Wyatt! Was ist los? Was in aller Welt... Ach, hören Sie, Doktor, es ist mir etwas dazwischen gekommen. Ich kann nicht bleiben. Tut mir leid. Was heißt, es tut Ihnen leid? Hä? Max! Max! Wyatt! Entschuldigen Sie. Bitte, danke. Wyatt, würden Sie mir bitte sagen, was los ist?
Ich fühle mich nicht so krank. Warum soll ich dann mein Leben riskieren und mich operieren lassen? Wieso riskieren? Max, das ist eine Routineoperation. Routine? Ich könnte bei der Operation sterben. Sterben? Sterben? Davon war nie die Rede. Nein, davon war auch nie die Rede. Sie hätten mir nie gesagt, dass ich Frühdiabetes habe. Und was hat das mit der Operation zu tun? Das Risiko einer postoperativen Infektion ist größer. Sollten übermäßige Blutungen auftreten, würde ich eine Transfusion bekommen. Max, wer hat das gesagt? Schweizer? Was zum Teufel haben Sie da Max Wyatt erzählt? Wie bitte? Was Sie ihm auch gesagt haben. Es hat ihn in panische Angst versetzt. Also was haben Sie ihm gesagt? Nur das, was er meiner Meinung nach wissen sollte. Was er Ihrer Meinung nach wissen sollte, hat ihn dazu gebracht, das Krankenhaus zu verlassen. Und es hat mich eine geschlagene Stunde gekostet, dass er hier bleibt. Aber nur unter einer Bedingung, dass er nicht operiert wird. Wissen Sie, was das bedeutet, Schweizer? Ich habe ihm nur die Fakten klargemacht. Logisch und wissenschaftlich. Wissenschaftlich? Welchen Stellenwert hat bei Ihnen eigentlich Humanität, hä? Oder Psychologie? Ich habe meine Pflicht getan, Doktor. Und dazu bin ich hier. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich werde gebraucht. Irgendjemand muss es ihm sagen. Trinken Sie das. Es wird Sie beruhigen. Irgendjemand muss dieser halben Portion endlich sagen, dass wir ihm alle nur helfen wollen. Wieso ist er nur so grässlich? Er ist jung, unsicher und... Ich weiß. Und hinter dieser rauen Schale verbirgt sich ein ängstlicher, kleiner, 19-jähriger Junge. Und wenn er 20 werden will, ist es höchste Zeit, dass er sein Verhalten ändert. Wo ist Trevor? Bei Slocum. Möchten Sie ein schönes Glas leckeren... Na dann nicht. Verzeihung, ich suche jemanden, der medizinische Assistenten ermordet. Da bist du sicher nicht der Einzige. Ich habe versucht, dem Kerl eine Chance zu geben, aber das hat überhaupt keinen Sinn. Willkommen zum ersten Treffen des Elliot Schweizer Fanclubs. Nicht aufregen. Nicht ein Wort, okay? Also, ich komme eben aus Arnold Slocums Büro. Solange Dr. Schweizer nicht nachzuweisen ist, dass er inkompetent ist... Und wie nennst du die Sache mit Max Wyatt? Schweizer hat ihm nur die Fakten dargelegt. Nicht gerade taktvoll, das gebe ich zu. Aber medizinisch korrekt. Können wir denn nicht irgendetwas gegen ihn unternehmen? Oh doch. Wir könnten versuchen, ihm mehr Toleranz, Verständnis, Geduld und Sympathie entgegenzubringen. Ja? Gut, ich komme sofort. Komm, Ernie, wir müssen uns die Hände schrubben und im Übrigen haben wir die große Ehre, Dr. Schweizers Gesellschaft im OP zu genießen. Was? Er wurde schon für den OP eingeteilt? Nein. Dr. Schweizer will nur die Weiterbehandlung seiner Patienten beobachten. Ah ja. Jetzt hört mal zu. Wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass der Laden läuft, auch wenn es euch nicht gefällt. Einverstanden? Gehen wir. Das wird Sie beruhigen. Gib mir bitte ein steriles Tuch. Danke. Tupfer? Klammer? Absaugen? Honeycutt. Ich war mal mit einer Lois Honeycutt befreundet. Ob sie mit ihr verwandt ist? Warum wecken Sie sich nicht auf und fragen Sie? Klammer? Können Sie die Blutung nicht stoppen? Nicht, bevor ich hier etwas mehr Freiraum habe. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Danke, Doktor. Wie ist der Blutdruck? 120 zu 80, kein Problem. Wie ist Ihre? Erhöht, wenn ich Sie so sehe. Die Patientin hat schon 4 Blutkonserven bekommen. Werden Sie noch lange brauchen? Von mir aus nicht. Wir sind ja gleich fertig. Es geht doch nichts über Teamwork, nicht wahr, Trepper? Darf ich einen Vorschlag machen? Kofferklemme. Wenn Sie mir einen Retraktor geben, könnte ich Sie besser freilegen. Gute Idee. Gib doch bitte Dr. Schwarz einen Retraktor. Wie geht's Ihnen, Mr. Wyatt? Sehr gut, Doktor. Sehr gut. Wie ich sehe, haben Sie mehr schmerzstillende Mittel verlangt. Geht es Ihnen schlechter? Ach. Ich kann die Dosis nicht weiter erhöhen. Das würde Ihre Symptome verdecken und wir könnten Ihren Zustand nicht mehr einschätzen. Hören Sie, ich habe die Schwester nur ärgern wollen, als ich die Schmerzmittel verlangt habe. So schlecht geht's mir wirklich nicht. Na schön, aber Sie müssen ehrlich mit uns sein. Wenn die Schmerzen stärker werden, sagen Sie es. Nein, es geht schon. Es wird schon werden. Gut. Also, jetzt sagen Sie mir, ob das wehtut. Es tut nicht weh.
Max, Sie tun sich keinen Gefallen. Ich lasse nicht zu, dass Sie mich aufschneiden. Ihr Zustand wird nicht besser. Ihr Blutbild hat sich verschlechtert, Ihre Temperatur ist höher. Die Antibiotika wirken nicht so, wie sie sollten. Dann geben Sie Ihnen eine Chance. Ich weiß nicht, wie lange wir Sie so noch behandeln können. Sie werden mich weiter so behandeln müssen, weil ich mich nicht operieren lasse. Basta! Keine Sorge. Es wird schon werden. Hoffentlich haben Sie recht. Doktor. Es ist offen. Kommen Sie rein. Doktor, Sie wollten mich sprechen? Oh, ja, Tag, Elio. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Es ist Folgendes. Sonntag ist Ihr Feiertag, nicht? Ja, Sir. Warum arbeiten Sie dann heute? Phillips hat mich gebeten, einzuspringen. Mir macht es nichts aus. Hier steht, dass Sie am Freitag eine Doppelschicht und gestern nochmal eine gemacht haben. Und heute sind Sie schon wieder hier? Ein wenig Entspannung würde Ihnen nichts schaden. Meine Arbeit ist meine Entspannung, Sir. Ich möchte nicht, dass Sie sich verausgaben, mein Junge. Ich weiß, dass Sie unter Druck stehen. Druck, Sir? Druck. Oder finden Sie es einfach, sich mit Leben und Tod auseinanderzusetzen? Schmerz, Leid und all diese Dinge? Für mich ist die Medizin eine Wissenschaft, Doktor. Ich lasse mich davon persönlich nicht berühren. Aber Sie haben es mit Menschen zu tun, Elliot. Menschen haben Gefühle. Sie suchen bei Ihnen Trost und Zuspruch. Trost erwächst einem Patienten aus der Kompetenz des Arztes, nicht wahr? Ja. Nachdem mir ein Image von Jugend und Unerfahrenheit anhaftet, kompensiere ich das? Indem ich meinen Patienten und meinen Kollegen mein ganzes Wissen zur Verfügung stelle. Reicht das nicht? Ich denke doch, dass da noch mehr erforderlich ist, Elliot. Zum Beispiel so etwas wie Verständnis und Sensibilität. Das sind Dinge, die man nicht so ohne weiteres von Büchern oder Computern lernen kann. Und wo lerne ich sie? Was machen Sie, wenn Sie frei haben? Studieren. Haben Sie nie das Bedürfnis, mit Menschen zusammen zu sein? Mit Freunden? Hab mich verspätet, tut mir leid. Was steht denn heute Abend an, Doktor? Alles. Morton hat sich krank gemeldet, deshalb sind Sie und Rams allein. Kein Problem. Max White auf 5 sollten Sie im Auge behalten. Falls er über Schmerzen klagt, ist das ein Alarmsignal für seinen Zustand. Richtig. Bei den ersten Anzeichen rufen Sie Dr. Gates. Er will informiert werden. Gut. Dr. Schweitzer, Apparat 1. Es geht um Mr. White, Doktor. Er klagt über starke Schmerzen im Oberbauch. Dann geben Sie ihm ein 1/4 Gramm Morphium. Ja, Sir.
Morphium für Mr. Wyatt. Oh ja, Doktor, habe ich ihm schon gegeben. Sie haben es ihm gegeben? Ein Viertel Gramm, wie Sie gesagt haben. Müssen Sie nicht schon längst im Bett sein? Wo tut es weh, Mr. Wyatt? Es tut nicht mehr ganz so weh. Es geht mir viel besser. Vielleicht kann ich jetzt schlafen. Oh, das ist gar nicht so gut, wenn Sie jetzt einschlafen. Erzählen Sie mir etwas. Erzählen soll ich etwas? Ich will nur, dass Sie wach bleiben. Haben Sie hier Schmerzen? Nicht mehr so stark wie vorhin. Ich glaube, das Zeug wirkt jetzt. Ja, das sehe ich auch. Es ist nur so, dass ich nicht will, dass es wirkt. Trinken Sie das bitte, Max. Kommen Sie, trinken Sie ein bisschen. Bitte, reden Sie weiter. Wieso hören Sie meine Stimme so gern? Vielleicht mögen Sie meine Witze. Sie scheinen ja allmählich noch Humor zu entwickeln. Dafür ist es nie zu spät. Erzählen Sie mir etwas von Ihrer Tochter. Ah. Sie haben doch eine Tochter. Ja, ich habe eine Tochter. Margaret. Heißt sie nicht Margaret? Ja, Margaret. Aber warum erzählen Sie mir nichts von ihr? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Wieso nicht? Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie 2, vielleicht 3 Jahre alt. Jetzt ist sie ungefähr 24, 25. Sie wissen es nicht? Ich erinnere mich nur, dass ich dauernd auf Reisen war. Tourneen, Geschäfte. Ich taugte nicht viel als Vater. Hat sie Ihnen nicht gefehlt? Sie kam gut ohne mich zurecht. Max, wollen Sie sie nicht mal anrufen? Keine Ahnung. Hey, was soll das? Was ist das? Ein Fragespiel? Haben Sie nicht schon genug Informationen gespeichert? Sind Sie ein Computer oder was? Wie alt sind Sie? 19. 19. Ich hab Sorgen, die älter sind als Sie. Was wollen Sie denn hier? Ich meine, warum gehen Sie nicht raus und spielen Ball und amüsieren sich? Haben Sie eine Familie? Gut. Mutter und Vater. Und einen Bruder. Ich habe keine Beziehung zu ihm. Er ist etwas jünger als ich. Und ich war auf einer anderen Schule, einer Privatschule. Ich war nur am Wochenende zu Hause. Ricky hat einen ganz anderen Freundeskreis. Baseball-Freaks. Er ist wirklich gut. Wenn ich nächstes Jahr nach Hause komme, hat er versprochen, dass... Mr. Wyatt? Mr. Wyatt! Bitte nicht einschlafen! Jetzt nur nicht einschlafen! Oh, Max, bitte nicht! Aufwachen! Bitte wachen Sie auf, Mr. Wyatt! Danke, meine Liebe. Hier, J.J. Jackson. Ah, hätte ich fast vergessen. Du scheinst das Geld nicht zu brauchen. Ich sage dir, der reinste Hungerlohn, verglichen mit dem, was ich gestern gewonnen habe. Dabei fällt mir ein, Rippchen, hast du nicht noch... Ja, sofort. Mann, das war vielleicht ein Spiel. Genau wie Lana es vorausgesagt hat. Es ist ein Segen, dass es die Computertechnologie gibt. Für mich nicht. Für mich auch nicht. $2.27? Das ist doch großartig. Hier steht, ich schulde denen Geld. Was sagten Sie noch über Computertechnologie? Und wisst ihr, was das Schlimmste daran ist? Dass unser Geld irgendwo herumschwirrt. Ja, irgendeiner läuft hier herum mit einem Scheck in 6-stelliger Höhe in der Hand. Ein schöner Morgen, heute Morgen. Guten Morgen. Seit wann ist er in diesem Zustand? Ungefähr seit einer halben Stunde. Sieht aus, als hätte er ein Sedativ bekommen. Was haben Sie ihm gegeben?
Ein Viertelgramm Morphium? Ein Viertelgramm? Ist schon in Ordnung. Ich war bei Ihnen. Die Dosis war viel zu hoch. Sie überdeckt vielleicht seine Symptome. Mr. Wyatt! Ich möchte, dass Sie jetzt tief einatmen, ja? An der rechten Lunge unten verminderte Atemgeräusche. Leber und Lunge müssen geräuchert werden. Ich will nicht sterben. Sie werden nicht sterben, Max. Keine Sorge. Aber wir müssen operieren. Tun Sie es endlich! Rufen Sie Dr. McIntyre. Ich ertrage diese Schmerzen nicht mehr. Na los, rufen Sie ihn! Ja, gehen Sie endlich! Schon gut, Max. Ganz ruhig. Ich öffne jetzt den Abszess. Lass das analysieren. Wir hätten ihn schon viel früher operieren müssen, dann wäre das nicht passiert. Jammer nicht darum, damit verdienst du doch dein Geld. Es stellen sich multiple Ventrikulärkontraktionen ein. Geben Sie ihm Lidocain. Oh Mann, der blutet ganz schön. Ich hoffe, Sie haben sich für den Rest des Tages nichts vorgenommen, Ernie. Hm? Und das hier versäumen? Niemals. Klammer. Was ist, wie geht's Ihnen? Im Augenblick schwer zu sagen, aber wir haben ohnehin Glück gehabt. Ach, da bin ich beruhigt. Wenn ihm etwas passiert wäre, dann wären Sie... Entschuldigen Sie mich, ich habe noch einiges zu tun. Wann hat er jemals Zeit? Na, no, nicht schon wieder. Hat einer von euch Schweizer gesehen? Ich ganz sicher nicht. Er ist nicht da. Er ist nicht da und wo ist er? Was? Er ist weg. Nach Hause. Nach Hause? Ist er schon lange weg? Ach, was weiß ich. Er ist zu seinen Eltern. Der Wunderknabe ist abgehauen. Er hat aufgegeben. Ich glaube, es war zu viel für ihn. Dieser Glückspilz. Suchen Sie jemanden. Mr. Schweitzer? Ja. Mein Name ist Gates. Ich komme vom San Francisco Memorial Krankenhaus. Vom San Francisco Memorial? Sie arbeiten mit Elliot? Ja. Dann können Sie mir vielleicht sagen, was gestern vorgefallen ist. Wie meinen Sie das? Ich meine, mein Sohn kommt mitten in der Nacht nach Hause, verschanzt sich in seinem Zimmer und kommt nicht mehr heraus. Er will mit keinem reden. Das sieht Elliot nicht ähnlich. Was war los? Er hat aufgegeben. Er... Was heißt aufgegeben? Elliot gibt nie auf. Doch, er hat aufgegeben. Er ist ausgeschieden. Ich verstehe das aber nicht. Was ist passiert? Er hat einen kleinen Fehler gemacht und... Nein, Sir. Nein, das glaube ich nicht. Elliot macht keine Fehler. Er macht niemals Fehler. Dad, komm schon. Augenblick noch, Ricky. Wissen Sie, Doktor, Elliots Mutter und ich zählen nicht gerade zu den Intelligenzbestien dieser Welt. Keine Ahnung, woher Elliot das hat. Aber wir wollten ihm all das ermöglichen, was er für notwendig hielt. Elliot war schon immer etwas Besonderes, von klein an. Als er im Kindergarten war, kamen sie zu uns
und haben uns spezielle Schulen für ihn empfohlen. Das seien wir seiner Begabung schuldig. Wir dachten, die wären klüger als wir. Wir wollten nur das Beste für ihn. Davon bin ich überzeugt. Tja, vielleicht waren die doch nicht so klug, wie wir dachten. Was wäre gewesen, wenn wir ihn auf unsere Weise großgezogen hätten? Eine normale Schule und auch normale Freunde. Vielleicht wäre ein normaler Mensch aus ihm geworden und kein... Wissen Sie, es ist komisch, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe nie mit Elliot Ball gespielt. Ich habe nie erlebt, wie er hinfällt und sich das Knie aufschlägt. Ich habe ihn auch nie weinen sehen. Das kann nicht gut sein. Mr. Schweitzer, kann ich mit Elliot sprechen? Oh ja, sicher. Sie können es ja versuchen. Er ist in seinem Zimmer, erste Tür rechts. Machen wir weiter. Wir probieren jetzt einige Tricks. Ja, gut. Elliot? Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Sie haben sie in Ihrem Schrank vergessen. Sie müssen doch wegen einem Schnitzer nicht gleich die Medizin an den Nagel hängen. Hören Sie, ich bin nicht den ganzen Weg hier rausgefahren, um Selbstgespräche zu führen. Verstehen Sie? Ich hätte nichts erwarten sollen. Menschliche Reaktionen sind nicht Ihre starke Seite. Also gut, Sie haben einen Fehler gemacht, Schweitzer. Na und? Wir alle machen Fehler, damit müssen wir leben. Na schön. Sie kommen nicht darüber weg. Das ist Ihr Problem. Wenn Sie sich in Selbstmitleid baden wollen, tun Sie es. Baden Sie. Ich komme nicht zurück. Schön. Sie kommen nicht zurück. Und aus welchem Grund? Ich kann nicht zurückkommen. Verstehen Sie das nicht? Wieso können Sie nicht? Weil Sie einen Fehler gemacht haben und Sie glauben, andere Ärzte machen keine Fehler? Ich bin anders als andere Ärzte. Oh, ich verstehe. Von mir wird mehr erwartet. Ich muss perfekt sein. Was meinen Sie mit perfekt? Keine Fehler wie irgendein Computer oder sowas? Ja, wenn Sie das so ausdrücken wollen, genau das bin ich. Ich bin ein Computer. Elliot, Sie sind ein Mensch. Nein, ich muss mehr sein als das. Das erwartet man doch von mir. Ich muss perfekt sein. Und ich habe versagt. Verstehen Sie, ich habe vor aller Augen versagt. Nur für sich selbst. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ihr Gehaltscheck. Sie haben ihn gestern liegen gelassen. Ich erinnere mich noch genau an mein erstes Gehalt als Arzt. Es war aufregend. Er ist falsch. Mein Scheck stimmt nicht. Was soll das heißen? Hier steht 1,25 Dollar. Ja, und? Und er ist falsch. 1,25 Dollar? Er kann nicht falsch sein, Elliot. Er kommt aus dem Computer. Wenn ich Ihnen sage, dass er falsch ist, dann ist er es auch. Elliot, das ist unmöglich. Computer machen keine Fehler. Das haben Sie selbst gesagt. Das ist mir egal. Der Computer hat sich geirrt. Er hat sich geirrt. Ich habe hart dafür gearbeitet. 24 Stunden am Tag und ich habe Doppelschichten gemacht. Ich habe mehr als jeder andere gearbeitet. Das ist nicht fair. Ich habe die ganze Zeit geschuftet. Ich habe immer nur geschuftet.
Ich musste immer der Beste sein. Der Allerbeste. Sehr schön. Nun, da hilft kein Herumreden. Sie haben gute Näharbeit geleistet, Dr. Gates. Vielen Dank. Meine Wäsche nähe ich auch selbst. Wenn es so gut gelungen ist, wann kann ich dann nach Hause? Bald, sehr bald. Sie müssen aber für eine Weile auf Pfirsichmelba verzichten, ja? Ich werde versuchen, mich zu beherrschen. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Entschuldigen? Sie? Ich habe Ihnen keinen guten Dienst erwiesen, Mr. Wyatt. Wenn Sie wieder mal einen Arzt brauchen, hoffe ich, es wieder gut machen zu dürfen. Warum denn nicht gleich? Oh nein, nicht jetzt. Erst in ein paar Jahren. Ich werde erst mal in die Forschung gehen, so in diese Richtung. Ach, was rede ich da? Ich werde jetzt eine Zeit lang zu Hause bleiben. Und bei meiner Familie leben. Das ist eine gute Idee, Junge. Lassen Sie sich Zeit zum Erwachsenwerden. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Also, Max, Sie brauchen jetzt Ruhe. Und was Sie angeht, was halten Sie von Pfirsichmelba mit einem Schlag Sahne obendrauf, Dr. Schweitzer? Was ist Pfirsichmelba? Fragen Sie ihn, er bezahlt. Wer, ich bezahle? Ich bin pleite. Ich doch auch. Ja, aber die Kleine an der Kasse steht auf dich. Wirklich? Soll das heißen, dass Ihr Vater Ihnen noch nie ein Pfirsichmelba spendiert hat? Und mein Vater und ich, wir haben nicht viel Zeit miteinander verbracht. Mir wurde erst gestern bewusst, wie wichtig ein Vater sein kann. Ja. Und mein Vater ist etwas Besonderes. Vielleicht bringt er mir sogar Baseball bei. Hallo, Margret. Hier spricht Max. Hier spricht dein Vater. Stanley, was ist denn hier los? Der totale geistige Zusammenbruch von Lana. Die haben wir geschafft. Möge sie in Frieden ruhen. Wo bringt man sie hin? Zurück zu Ihrem Schöpfer. Sehen wir es positiv. Vielleicht stimmen jetzt unsere Gehaltsabrechnungen wieder. Ja. Ja. Tja, sie tat, was sie konnte. Besonders für Sie. Ein Moment mal, Gates. Ich habe diesen Scheck nicht eingelöst. Welchen Scheck? Der über 783.000 Dollar. Woher weiß er das? Also gemäß meiner Kalkulationen, welche sich aus der differentialen Geldverteilung errechnen, beläuft sich der Restbetrag aufgrund des geschätzten Gesamtlohnaufwandes auf... Er hilft nur noch Pfirsichmelba. Oh, ich verstehe. Ihr habt also allen Ernstes gedacht, ich würde diesen Scheck einlösen, ja? Selbst wenn ich es wollte, täte ich es nicht. Jungs! Entschuldigen Sie. Bitte. Danke. Wyatt, würden Sie mir bitte sagen, was los ist? Ich fühle mich nicht so krank. Warum soll ich dann mein Leben riskieren und mich operieren lassen? Wieso riskieren? Max, das ist eine Routineoperation. Routine? Ich könnte bei der Operation sterben. Sterben? Sterben? Davon war nie die Rede. Nein, davon war auch nie die Rede. Sie hätten mir nie gesagt, dass ich Frühdiabetes habe. Und was hat das mit der Operation zu tun? Das Risiko einer postoperativen Infektion ist größer. Sollten übermäßige Blutungen auftreten, würde ich eine Transfusion bekommen. Max, wer hat das gesagt? Ja. Schweitzer?
Was zum Teufel haben Sie da Max Wyatt erzählt? Wie bitte? Was Sie ihm auch gesagt haben. Es hat ihn in panische Angst versetzt. Also was haben Sie ihm gesagt? Nur das, was er meiner Meinung nach wissen sollte. Was er Ihrer Meinung nach wissen sollte, hat ihn dazu gebracht, das Krankenhaus zu verlassen. Und es hat mich eine geschlagene Stunde gekostet, dass er hier bleibt. Aber nur unter einer Bedingung, dass er nicht operiert wird. Wissen Sie, was das bedeutet, Schweizer? Ich habe ihm nur die Fakten klargemacht. Logisch und wissenschaftlich. Wissenschaftlich? Welchen Stellenwert hat bei Ihnen eigentlich Humanität, hä? Oder Psychologie? Ich habe meine Pflicht getan, Doktor. Und dazu bin ich hier. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich werde gebraucht. Irgendjemand muss es ihm sagen. Trinken Sie das. Es wird Sie beruhigen. Irgendjemand muss dieser halben Portion endlich sagen, dass wir ihm alle nur helfen wollen. Wieso ist er nur so grässlich? Er ist jung, unsicher und... Ich weiß, ich weiß. Und hinter dieser rauen Schale verbirgt sich ein ängstlicher, kleiner, 19-jähriger Junge. Und wenn er 20 werden will, ist es höchste Zeit, dass er sein Verhalten ändert. Wo ist Trevor? Bei Slocum. Möchten Sie ein schönes Glas leckeren... Na dann nicht. Verzeihung, ich suche jemanden, der medizinische Assistenten ermordet. Da bist du sicher nicht der Einzige. Ich habe versucht, dem Kerl eine Chance zu geben, aber das hat überhaupt keinen Sinn. Willkommen zum ersten Treffen des Elliot Schweizer Fanclubs. Nicht aufregen. Nicht ein Wort, okay? Also, ich komme eben aus Arnold Slocums Büro. Solange Dr. Schweizer nicht nachzuweisen ist, dass er inkompetent ist... Und wie nennst du die Sache mit Max Wyatt? Schweizer hat ihm nur die Fakten dargelegt. Nicht gerade taktvoll, das gebe ich zu. Aber medizinisch korrekt. Können wir denn nicht irgendetwas gegen ihn unternehmen? Oh doch. Wir könnten versuchen, ihm mehr Toleranz, Verständnis, Geduld und Sympathie entgegenzubringen. Ja? Gut, ich komme sofort. Komm, Ernie, wir müssen uns die Hände schrubben. Und im Übrigen haben wir die große Ehre, Dr. Schweizers Gesellschaft im OP zu genießen. Was? Er wurde schon für den OP eingeteilt? Nein. Dr. Schweizer will nur die Weiterbehandlung seiner Patienten beobachten. Ah ja. Jetzt hört mal zu. Wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass der Laden läuft. Auch wenn es euch nicht gefällt. Einverstanden? Gehen wir. Das wird Sie beruhigen. Gib mir bitte ein steriles Tuch. Danke. Tupfer? Klammer? Absaugen? Honeycutt, Honeycutt. Ich war mal mit einer Lois Honeycutt befreundet. Ob sie mit ihr verwandt ist? Warum wecken Sie sich nicht auf und fragen Sie? Klammer? Können Sie die Blutung nicht stoppen? Nicht, bevor ich hier etwas mehr Freiraum habe. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Danke, Doktor. Ich habe gehört, Sie brauchen Hilfe, Stanley. Es ist nicht zu fassen. Ich komme doch immer, wenn Not am Mann ist. Was soll ich tun? Zimmer 4. Sehen Sie sich das an. Mr. Wyatt, hier steht, Sie seien beim Essen ohnmächtig geworden. Essen? Das nennen Sie Essen, diesen miserablen Billigen Fass? Und Sie klagen über Brechreiz. Wenn ich nur noch ein einziges Pfirsich mehr essen muss, dann schwöre ich, dass... Fühlen Sie hier einen Schmerz? Hände weg! Das ist eine Routineuntersuchung, Mr. Wyatt. Ich bin Dr. Schweizer. Oh ja, und ich bin Mahatma Gandhi, sehr erfreut. Was ist hier eigentlich los? Was soll das? Bitte beruhigen Sie sich, Mr. Wyatt. Ich möchte Ihren Brustkorb abhören. Weg! Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, oder was? Guten Tag, ich bin Dr. Gates. Worum geht es? Temperatur ist 37,5 und ich habe ein CBC angeordnet. CBC? Was ist ein CBC? Das ist ein Blutbild, Mr. Wyatt, und deshalb werden wir Ihnen jetzt etwas Blut abnehmen. Es tut doch nicht weh. Sie wollen mein Blut? Wozu? Denken Sie, dass ich eine Grippe habe oder sowas? Es könnte viele Ursachen haben, Mr. Wyatt. Akute Blinddarmentzündung, Nierenkolik, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Magengespür. Ist das wirklich wahr? Schon möglich. Es könnte aber auch sein, dass Sie nur zu viel Pfirsich Melba gegessen haben. Wenn wir die Untersuchungsergebnisse haben, wissen wir mehr. Und bis wir sie haben, bleiben Sie hier. Ich will eine Gastroskopie. Hey, wovon redet der Kleine überhaupt? Moment mal. Wissen Sie, ich kann nicht einfach verschwinden. Ich habe 65 Zeitungen zu beliefern. Wissen Sie eigentlich, wer dieser Herr ist? Er ist ein Patient mit akuten Leibschmerzen. Außerdem ist er auch ein sehr berühmter Zeitungskarikaturist. Die Karikatur, die ich neulich gesehen habe, hat mich fast zerrissen. Welche denn? Der König und die Königin auf der Tribüne. Ja, die gefällt mir auch. Ich muss jetzt gehen. Nein, warten Sie, Schweizer, es wird Ihnen gefallen. Am Königspark zieht eine gigantische Parade vorbei und Sie sind umringt von der Palastwache und Millionen von Zuschauern und überall nur Prunk und Glanz.
Da flüstert der König der Königin zu. Wer flüstert? Ich muss unbedingt auf die Toilette. Ich komme später nochmal zu Ihnen, Mr. Wyatt. Oh, Mann. Der hat einen ausgeprägten Sinn für Humor. Ja, aber er ist ein sehr guter Arzt. Sie sind in guten Händen, Mr. Wyatt. Kein Grund, sich Sorge zu machen. Schwester, helfen Sie Mr. Wyatt, sein Smoking auszuziehen. Warten Sie, bis Sie die Karikatur von morgen sehen. Ich freue mich darauf. Lancaster Dynamics, neuester und fortschrittlichster Beitrag zur Computertechnologie, das Modell 883. Oder, wie wir ihn bei Lancaster Dyn gern bezeichnen, Lana. Und von jetzt an wird dieser Computer... Lana wird für uns alle die Arbeit erleichtern. Er hilft bei der Buchhaltung genauso wie bei der Personaleinteilung oder bei Gehaltsabrechnungen. Ach, ich überlasse Sie jetzt Mr. Otterholm. Ed, ja... Er wird Ihnen alles erklären. Danke, Mr. Slocum. Arnold. Also, meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Beachten Sie doch bitte... Arnold, was ist das? Eine fabelhafte Sache, dieser Computer. Wieso haben Sie mir nichts von diesem neuen Assistenten, Schweizer Elliot Schweizer, gesagt? Ach, ich dachte, ich überrasche Sie. Er ist doch ziemlich erstaunlich, nicht? Arnold, er ist 19 Jahre alt. Er sieht aber aus, als wäre er noch in der Pubertät. Ja, er ist ein Wunderkind, ein medizinisches Genie. Er hat sein Examen mit Auszeichnung gemacht. Jedes Krankenhaus des Landes wollte ihn unbedingt haben. Wissen Sie, was ich alles in Bewegung setzen musste, ihn zu kriegen? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war. Wollen Sie etwa sagen, dass er ungeeignet ist? Ich sage nur, dass die Assistentenzeit hart ist. Physisch, nervlich und seelisch. Ich glaube nicht, dass ein 19-jähriger junge Genie hin... Heute, jetzt schicken Sie sofort jemand her. Ich weise die neuen Assistenzärzte ein und brauche Hilfe, klar? Wahrscheinlich ist es eine Fraktur. Der Knöchel ist ziemlich geschwollen. Aber genau wissen wir das erst nach dem Röntgen. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie mir jetzt folgen wollen, dann werden wir uns einige Patienten ansehen. Jackpot, was haben wir hier? Möglicherweise eine Fraktur. Na, das ist nicht so interessant. Gehen wir weiter. Bleiben Sie dicht hinter mir. Aha. Miss Grancusi, was haben wir denn hier? Im Sonnenschein-Bräunungsstudio gab es wieder eine Panne, Sir. Aha, ja. Also es könnte sich hier um Verbrennung zweiten Grades handeln. Was tun Sie dagegen? Die wollten säubern und machen... Das ist Tetanusspritze. Wann wäre die angezeigt? Wenn man rechtzeitig damit beginnt, kann man... Eispackungen. Sehr gut. Miss Grancusi, kann ich Sie bitte einen Moment sprechen? Ja, Sir. Was tut dieses Kind bei den Praktikanten? Nein, nicht hinsehen. Er trägt einen Arztkittel und läuft uns die ganze Zeit hinterher. Oh, es ist mir egal, wer er ist, Miss Brancusi. Ich will nur, dass er von hier verschwindet. Rufen Sie seine Eltern an, dass sie ihn abholen. Das kann ich nicht machen, Sir. Dieses Kind ist nämlich auch Arzt. Es ist mir egal, was... Er ist Arzt. Ein Arzt. Einer der neuen Assistenten. Nein. Ich weiß schon, wen Sie meinen. Den Jungen da drüben mit der Zahnspange. Der ist doch nicht älter als 13. 19. Er ist so etwas wie ein Wunderkind. Er hat seinen Doktor mit Auszeichnung gemacht. Er ist wirklich Arzt. Eine Schwester hierher. Schnell. Definitiv. Ein Arzt.
Er ist Arzt. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Nehmen Sie zwei davon, alle vier Stunden. Sir, würden Sie bitte mitkommen? Ja, Doktor? Nichts. Sie sind... Schweizer, Sir. Freut mich, an Bord zu sein. Sie haben ein strafgeführtes Schiff. Ja, das ist es, Doktor. Und vergessen Sie es nicht. Ich habe nichts dagegen, Sir. Im Gegenteil. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich bin für Zimmer 4 eingeteilt. Oder her, das seelisch verkraften kann. Ja, aber es gibt da ein paar wichtige Leute, die ganz anderer Meinung sind. Einflussreiche Leute, die... Das Krankenhaus finanziell unterstützen, ja, ich weiß. Richtig. Und ich meine, dass wir darauf Rücksicht nehmen sollten. Und was ist mit dem kleinen Schweizer? Sollten wir nicht auch an ihn denken, an die Probleme, die auf ihn zukommen? Ich bitte Sie, Arnold, wie werden die Patienten reagieren auf einen 19-jährigen Jungen, der Doktor spielt, hm? Wollen Sie darauf hinaus, dass wir Schweizer diese Chance verweigern sollten? Dass dieser Junge dafür bestraft werden soll, weil er mehr Intelligenz besitzt als Sie? Sie wissen doch genau, was ich meine. Er weiß sicher auch, wo seine Schwierigkeiten liegen. Und ich weiß, dass Sie ihm nach Kräften dabei helfen werden, sie zu überwinden. Also gut. Aber erwarten Sie nicht, dass er anders behandelt wird als die anderen Assistenten. John, entschuldigen Sie, ich muss wieder rein. Die Leute laufen hinweg. Ich weiß, ich weiß. Mr. Wyatt! Endlich! Darauf habe ich schon gewartet. Sie sollten ans Telefon gehen, Mr. Wyatt. Ich bin hier ans Telefon. Ah, Erdnusskrokant. Es sind sowieso nur Leute, die Geld wollen oder mein Verleger oder andere, mit denen ich nicht sprechen will. Und Margaret Needham? Needham? Ja, Ja, sie hat mehrmals angerufen und bei der Zentrale Grüße für Sie hinterlassen. Ich weiß, sie ist meine Tochter. Tochter. Ihre Tochter? Ja, ja. Wie finden Sie das? Er ist herrlich. Bis Ende nächster Woche erscheine ich in 56 Zeitungen. Es muss Spaß machen, sein Geld mit Zeichnen zu verdienen. Soll ich Ihnen etwas sagen? Nichts macht Spaß, wenn es von einem erwartet wird. Verstehen Sie, was ich meine? Die Erwartungen, die die Leute in einen setzen, nehmen einem die ganze Freude. Mhm. Ich sag Ihnen was. Das gehört Ihnen. Oh. Ja, aber was ist mit den 56 Zeichen? Sie sollen warten. Sie haben doch sicher wichtigere Aufgaben, als mit den Patienten zu schicken. Natürlich, Doktor. Ich habe massenhaft zu tun. Konnten Sie sich das denn nicht verkneifen? Wir haben uns so nett unterhalten. Sie sind nicht hier, um sich zu unterhalten, sondern um gesund zu werden. Wissen Sie was? Sie nehmen diese Welt viel zu ernst. Hier, nehmen Sie ein bisschen Erdnusskrokant. Das dürfen Sie nicht essen. Ich nicht, aber Sie. Warum nehmen Sie keins? Oh, mein Gott! Was ist... Oh, da krabbelt etwas unter meiner Decke. Schnell! Die schlechte Nachbildung einer Arachnide. Lachen Sie nie, Junior? Medizin ist nicht komisch, Mr. Wyatt. Genauso wenig wie Erdnusskrokant zu essen, da Sie doch wahrscheinlich am Bauch operiert werden. Was hat es denn damit zu tun? Eine Operation ist eine ernste Sache. Ach ja? Was soll das nun wieder bedeuten? Sieh dir das an. Was ist das? Die neuen Laborergebnisse von Max Wyatt. Eigentlich wollte ich warten, bis er ruhiger geworden ist, aber sieh dir das an. Ja, die Leukozytenanzahl ist noch zu hoch. Und Temperatur hat er auch. Medikamente haben nicht den Erfolg, den ich mir erhofft hatte. Hast du Ampicillin versucht? Das versuche ich jetzt. Was hältst du davon, wenn wir ihn morgen operieren? Nein, ich würde lieber warten, bis sich dein Zustand stabilisiert. Wyatt! Wyatt, ja, von dem reden wir doch. Wyatt! Was ist los? Was in aller Welt? Ach, hören Sie, Doktor, es ist mir etwas dazwischen gekommen. Ich kann nicht bleiben. Tut mir leid. Was heißt, es tut Ihnen leid? Hä? Max! Max! Wyatt! Wie ist der Blutdruck? 120 zu 80, kein Problem. Wie ist Ihre? Erhöht, wenn ich Sie so sehe. Die Patientin hat schon 4 Blutkonserven bekommen. Werden Sie noch lange brauchen? Von mir aus nicht. Wir sind ja gleich fertig. Es geht doch nichts über Teamwork, nicht wahr, Trepper? Darf ich einen Vorschlag machen? Kofferklemme. Wenn Sie mir einen Retraktor geben, könnte ich Sie besser freilegen. Gute Idee. Gib doch bitte Dr. Schwarz einen Retraktor. Wie geht's Ihnen, Mr. Wyatt? Sehr gut, Doktor. Sehr gut. Mhm.
wie ich sehe, haben Sie mehr schmerzstillende Mittel verlangt. Geht es Ihnen schlechter? Ach. Ich kann die Dosis nicht weiter erhöhen. Das würde Ihre Symptome verdecken und wir könnten Ihren Zustand nicht mehr einschätzen. Hören Sie, ich habe die Schwester nur ärgern wollen, als ich die Schmerzmittel verlangt habe. So schlecht geht's mir wirklich nicht. Na schön, aber Sie müssen ehrlich mit uns sein. Wenn die Schmerzen stärker werden, sagen Sie es. Nein, nein, es geht schon. Es wird schon werden. Gut. Also, jetzt sagen Sie mir, ob das wehtut. Es tut nicht weh. Max, Sie tun sich keinen Gefallen. Ich lasse nicht zu, dass Sie mich aufschneiden. Ihr Zustand wird nicht besser. Ihr Blutbild hat sich verschlechtert, Ihre Temperatur ist höher. Die Antibiotika wirken nicht so, wie Sie sollten. Dann geben Sie Ihnen eine Chance. Ich weiß nicht, wie lange wir Sie so noch behandeln können. Sie werden mich weiter so behandeln müssen, weil ich mich nicht operieren lasse. Basta! Keine Sorge. Es wird schon werden. Hoffentlich haben Sie recht. Doktor! Es ist offen. Kommen Sie rein. Doktor, Sie wollten mich sprechen? Oh, ja, sag Elliot. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Es ist Folgendes. Sonntag ist Ihr Feiertag, nicht? Ja, Sir. Warum arbeiten Sie dann heute? Phillips hat mich gebeten, einzuspringen. Mir macht es nichts aus. Hier steht, dass Sie am Freitag eine Doppelschicht und gestern nochmal eine gemacht haben. Und heute sind Sie schon wieder hier? Ein wenig Entspannung würde Ihnen nichts schaden. Meine Arbeit ist meine Entspannung, Sir. Ich möchte nicht, dass Sie sich verausgaben, mein Junge. Ich weiß, dass Sie unter Druck stehen. Druck, Sir? Druck. Oder finden Sie es einfach, sich mit Leben und Tod auseinanderzusetzen? Schmerz, Leid und all diese Dinge? Für mich ist die Medizin eine Wissenschaft, Doktor. Ich lasse mich davon persönlich nicht berühren. Aber Sie haben es mit Menschen zu tun, Elliot. Menschen haben Gefühle. Sie suchen bei Ihnen Trost und Zuspruch. Trost erwächst einem Patienten aus der Kompetenz des Arztes, nicht wahr? Ja. Nachdem mir ein Image von Jugend und Unerfahrenheit anhaftet, kompensiere ich das, indem ich meinen Patienten und meinen Kollegen mein ganzes Wissen zur Verfügung stelle. Reicht das nicht? Ich denke doch, dass da noch mehr erforderlich ist, Elliot. Zum Beispiel so etwas wie Verständnis und Sensibilität. Das sind Dinge, die man nicht so ohne weiteres von Büchern oder Computern lernen kann. Und wo lerne ich sie?